Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pillars of Eternity Deadfire. In der letzten Folge haben wir unsere Charaktere hochgestuft und ich bin hier in diesen Hafen reingekommen mit einer, göttlichen Intervention, die uns geholfen haben, hier in den Hafen zu kommen, um die Leute, die da uns nicht reinlassen wollen, ein bisschen... Oh, das ist Rebero. Moment mal, mit dem war irgendeine Quest nochmal verbunden. Need a fresh jacket or pants? Something more delicate? If you have a frame, I can fit cloth to it without fuss. Mhm. Der Schneider mustert deine Schulterbreite und führt erste Berechnungen im Kopf durch. Zeig mir, was du anzubieten hast. Take your time. I'll give you space to browse. In der Dunkelheit gestählt. Gewährt in der Dunkelheit gestählt. Nachts gewährt diese Aura allen Verbündeten, abgesehen vom Träger, in der Nähe einen Bonus auf Heimlichkeit. Was? Die Seelerhut, Kutte, gefütterte Haube. Kenchipi-Hüte. Oh, hier kann man sich kosmetisches Zeug kaufen, ne? Geil. Anzug des Tänzers. Dieses Kleidungsstück wurde aus Überresten einer luxuriösen Outfits geschneidert, um seinen Höhepunkt längst überschritten hatte. Es überlässt wenig der Fantasie. Kuara-Kleidung. Okay, das sind normale Rüstungen. Umhang der Abwehr. Plus 4 Abwehr. Okay. Rabatt auf Gegenstände? Okay. Da muss ich mir mal eine Notiz zu machen. Notizen. Händler. Wie heißt es? Niketama oder so, glaube ich, ne? Niketama, Klammer. Oder so. Im Hafen. Wie heißt der Typ nochmal? Ich kann hier leider keine Fenster ziehen. Ist ein Kleidungshändler, der viel. Der interessante Rüstungen hat, sowie einiges an kosmetischem Zeug, um die Mitglieder more sexy zu machen. Okay. Rebero, hatten wir da nicht irgendeine Quest? Ich meine diesen Namen Remaro. Okay, nicht Rebero. Remaro. Okay. Never mind. Du bist eine Wache. Seemann. Osa. Hallo, Osa. Care for a fish or two, stranger? Today you'll find no... Okay, für den Moment erstmal nicht, mein Freund. Aber ist gut. Wer bist du? Was hast du für mich? Welcome. Venturing out past the city. You'll want supplies. Crab traps or the... Of course. Take... Tonfigur einer Made. Eine pro Ruhepause. Die kleine Skulptur besteht aus ungebrannten Ton. An mehreren Stellen weist sie sichtbare Risse auf. Okay. Jagdbogen. Dolch. Bärenklauenfalle. Pelz, Salz, Gewürze. Thank you.
Ein starker, moschusartiger Tiergeruch hängt an diesem Heubett. Oh, ein Hund. Levin. Was kannst du denn, Levin? Du hast ein Intellekt. Wieso kann ich eigentlich immer nur ein Begleittier zuweisen? Das ist voll Pepe-Hands. Ach nee, damit hat es gar nichts zu tun. Die haben einfach kein Begleittier freigeschaltet. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man das freischalten kann? Hat das was mit der Klasse zu tun? Da gibt es garantiert im Fähigkeitenbaum irgendwas, womit man das tun kann. 100%. Hallo Zama. Dora must think I work for free. Be with you in just a... Der sonnenverbrannte Zwerg zog vorsichtig an einem Splitter in seinem Daumen und murmelt etwas vor sich hin. Hazard of the work, really. Mit einem frustrierten Knochen gibt er auf und schüttelt den Kopf. Came in on the sloop? I can hammer your ship together if you're apt to pay me for it. Shamar zeigt die Zähne und knirscht damit laut genug um den Hirn. Ich möchte gerne deine Waren sehen. Hast du Probleme mit einem Kunden? Aye. Captain Radora hasn't paid me for her commissioned firepower. Mhm. Zammer zieht am Bartende und zuckt zusammen. While I'm up to my nose in debt, the wild mare gobbles up her coin. Okay. And now, pirates are holding my feet to the fire over some sham of a deal. Zammer zuckt zusammen und zerrt fester an seinem Bart, wie um sich selbst zu bestrafen. If I don't get Radora's payment, I might as well start carving my Swallownet. Wenn du mir auf deine Arbeit einen Rabatt gibst, kann ich die Radora für dich aufspüren. Was für eine Art Handel bieten diese Piraten? Wenn jemand Radoras Auftrag kaufen würde, könnte ich deine Geldprobleme lösen. You do that? A fair price goes without saying, Cully. Zama zieht die Hand aus dem Bart, bildet mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis und zwinkert dir zu. It all comes down to blasted pans and pyres in the end, doesn't it? Zama spuckt aus und blickt zurück auf die Arbeit, die noch zu erledigen werden muss. Ich möchte gerne deine Waren sehen. Ugh. Seefahrer. Dau, Galeone. Drachenzunge. Reparaturvorräte. Kanonenschuss. 120.000 Credits, eine Junke. Minimum Mannschaft 9, Rumpfzustand 90. Uiuiuiui. Eine Galeone. Och, eine Galeone ist ein schönes Schiff. Ich mag Galeonen. Ein Brecheisen, nice. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Machen wir einen kleinen Stadtspaziergang. Okay. Unwichtig. Hauptquartier der Valerianischen Haldos-Gesellschaft. Naja, noch nicht. Ivor der Strahlende. Aethys, Lagon shepherds us all, traveler. Seek out his temple along the sacred stair, that thy path shall be made clear. Mhm. Where is my Postinago of a brother? Madiko, where is that spoiled brat? Eine Frau in edlen Kleidern hält ein Hauptbuch mit beiden Händen fest umklammert. Sie blickt suchend in die Gesichter der Vorbeigehenden und schließlich bleibt ihr Blick an dir hängen. Sie runzelt unsicher die Stirn. Wo liegt das Problem? Laro is past due for a company meeting. Mother wants me to drag the elusive louse back by his ear. Sie klemmt sich das Buch unter den Arm. Must be nice to be a layabout. Uncle Angbert would have tanned my hide. Fuck. I am angry and jealous in equal measure.
You'd think this district was a maze, the way he manages to hide. Sie blickt über deine Schulter und seufzt. Dann erkennt sie plötzlich, wer vor ihr steht, und sie sieht dich an. The spirit magnet? Sientere, that I did not recognize you. If you desire to get in the graces of the Valiant Trading Company, we can help each other. Nicht bei der Valianischen welchen Einfluss hast du bei der Handelsgesellschaft? Wie kann ich helfen? Could I persuade you to watch out for Laro? I'd pay generously for your trouble. Wenn ich Laro zufälligerweise treffe, nehme einmal eine Mutter, wichtige Person, du stehst nicht gerade für den Kopf, deine Hände genauer betrachten. Nera hat ihre Nägel in ihr Hauptbuch gegraben und halbmondförmige Abdrücke auf dem Einband hinterlassen. Sie bemerkt dein Interesse und drückt das Buch schützend an sich. I'm concerned, because Laro tends to feud with Orso, one of the local Valero rats. Mhm. Nehme einmal an, deine Mutter ist eine wichtige Person. Du stellst nicht gerade das Viertel auf den Kopf auf der Suche nach ihm. Was machst du mit Valera Ratte? Was ist mit Valera Ratte? The Valeras. A brood of sea vermin playing at nobility. Sie hebt ihr Hauptbuch hoch, als ob sie damit Ungeziefer erschlagen wollte. We squabble and compete, but Laro, the Pastinago, takes it too far. Du stellst nicht gerade Viertel auf den Kopf. Ich nehme einmal an, deine Mutter ist eine wichtige Person. Etzali Bardato. The Valiant Trading Company leans on her to finance their mission. Mhm. If only more of her offspring were as accomplished. Nera hebt ihre freie Hand und hält sich den Nasenrücken. Nicht Laura, du stellst mich gerade das Viertel auf den Kopf. Of course, I only manage the family business. Sie nimmt ihr Handbuch mit beiden Händen und hält es wie ein Schild. Better to ask why Laro isn't sprinting back to look after his birthright. Would you? I'll be waiting at the estate in case he happens to return. Mhm. Nera deutet mit dem Daumen auf ihre Schulter. Laro and his miscreant friends carouse at the tavern, the falls above the Adra Mill and the southwestern bridge. Mhm. If you see him, tell Laro to get his good-for-nothing ass back home. Well, we do have this thing with chasing a rogue god to the ends of Aeora, but I guess if it's on the way. Cool. Bevor wir in die Anwesen und so gehen, will ich mich noch mal ein bisschen umschauen. Kamen wir von hier? Ja, wir kamen von hier. Okay. Da waren wir schon. Oh Gott, ey. Hier gibt's echt so einiges zu entdecken. Cool. Wie läuft er eigentlich mit seiner gezogenen Waffe durch die Gegend? The Hazanui is at the palace, blaming the Valians for attacking one of their ports. Well, did they? Well met, stranger. Akira. But isn't this district a fine place? Tijuana starrt wehmütig in die Ferne. Dich umdrehen und sehen, was sie ansieht. Sie sieht sich nicht über alles Mögliche, von den hohen Gebäuden bis zu den Pflastersteinen, scheint sie zu faszinieren. Sie bemerkt deine Aufmerksamkeit und blickt zu Boden. I am not one meant to venture far from the gullet. Until recently, I had a respectable job at the Luminous Bathhouse. Now that I am unemployed, I seek to make myself useful before the money runs out. And I must return to the Roparu as a pauper. Hm, okay. Ihr Blick verfinstert sich und sieht wieder zu dir hoch. Könntest du mir den Weg zur Kaga-Palast weisen? Hast du im leuchtenden Badehaus gearbeitet? Erzähl mir von dem Ankerplatz der Königin. Hast du deinen Job im leuchtenden Badehaus gearbeitet? A wonderful place. Would that I could cross its threshold again and feel the mist of luminous waters. Ihr trauriges Lächeln ist ehrlich. In spite of my time there,
I cannot do else but give it my highest recommendation. You will find the Luminous Bathhouse in Periki's Overlook. Wie hast du deinen Job verloren? More happens at the bathhouse than cleanliness and ease. It is a place of meetings, business, and transactions, to all of which the attendants are either blind or deaf. One day, I overheard more than I ought to have. In my airing, I gasped. To my great shame, I showed a most unprofessional reaction before clients. I was fired, and rightly so. Was hast du gehört? Kemmer schüttelt den Kopf und lässt ihn tief beschämt sinken. Sie zittert und es ist klar, dass ihrer Meinung nach genug gelitten hat, ohne sie noch weiter zu erniedrigen. Erzähl mir von dem Ankerplatz der Königin. The Queen granted this area of the city to the Valian outsiders. Here they organize their business and trade, digging up the archipelago with both hands and carrying riches overseas. Mhm. Sie blickt zu den Docks. In her welcoming embrace, the Queen allowed a similar concession to the Royal Deadfire Company. You would do well to see as much of Nekataka while you are here, I am thinking. Mhm. Könntest du mir den Weg zum Kahanga Palace weisen? Akira, you want to follow the road north, up the mountain, always climbing. It is the highest point in the city. Okay, dann gehen wir erstmal runter. We must calm them down before they go to war over it. Hätte ihm mit Weitsegeln gesagt, egal. Merla. The ship hunter taken. Die wilde Meere, da ist doch unser Dingens. Ai, Ainia. Du näherst dich der valianischen Frau, sie kneift die Augen zusammen und rümpft die Nase, betrachtet dich mit kaum verhohlenen Abscheu. I only deal with serious clients. Now shoo. Sie wedelt mit beiden Armen, um dich zu verscheuchen. Was zum Teufel macht die oder ist die? Act done. You are dismissed. Madiko. But it is impossible to find skilled work when every competent freelancer wastes their shore leave in the wild mare. Sie verzieht das Gesicht und deutet mit einer Kopfbewegung nach Osten. When blood travels south of their brains, the value of a good bounty is forgotten. Du setzt Kopfgelder aus, ich könnte ein paar davon abnehmen. Warum gibt es nicht mehr Seeleute, die bereit sind, gute Arbeit anzunehmen? Das klingt so, als wäre das Wasser. Ich könnte ein paar davon abnehmen. You, a nameless face of the streets? Sie streicht sich mit dem Daumen über das Kinn und betrachtet dich sehr gründlich von Kopf bis Fuß. I do not make a habit of shepherding new talent, but ach, there is a seed of potential. Sie seufzt und blickt über deine Schulter hinweg, doch dann gibt sie auf und wendet sich direkt an dich. We will cut your teeth on Biakara, a Huana sailor and would-be patriot who plagues company ships. Wir haben eine Menge zu berichten über Biakara, eine Seefahrerin der Huana, die sich als Patriotin bezeichnet. Gelade! Biakara sails a voyager scale of Tangaloa off of Hasongo's northeastern coast. Hm. Ein weiteres Mal betrachtet, erinnere dich eingeht, bevor sie dich mit der Schulterzucken fortschickt. Questions? Ask your questions, Aimika. Welche Kopfgelder hast du zu vergeben? But Aimika, you have your quarry. Once you have silenced the first, I will give you another. Ach, but too much eagerness can be a bad thing. Ach, but I blame Luminous Adra. Hm. Sie verschränkt die Arme und atmet scharf durch die Nase aus. Our privateers are busy escorting shipments out of the Deadfire. Everyone is rich, no one is hungry. Where are the casitas willing to sink their enemies for a bag of pies, huh? Drunk on success. Verächtlich deutet sie mit einer Handbewegung nach Osten.
Well, the Queen's birth ship hunters are not exactly pounding at my door for work. Aina kneift sich die Nase. Enjoy the lack of competition while it... Und tschüss. Okay. Anna und Meisel. Oh, lol. Du begibst dich hinab in den Kanal und findest dich vor einem eisernen Tor wieder. Der Abwassergestank von der anderen Seite ist so stark, dass dir die Tränen in den Augen treibt. Die Eisenstäbe sind fest in der Backsteinmauer verankert. Hier, da können wir so, wie es aussieht. Brecheisen. Der Arkanschimmer und dein Rezitieren verursachen einen Höllenlärm, aber zum Glück findet dein Tun keine unerwünschte Aufmerksamkeit. Einer der Stäbe schmilzt aus dem Mauerwerk. Mit nur wenig Aufwand kannst du den Stab ganz reich herausziehen. Hindurchklettern. Außerdem schiebst du dich durch die Öffnung und bereitest dich innerlich auf das, was dir nun bevorsteht. Teilerfolg. Du hörst unerdrücktes Würgen in der Dunkelheit des Tunnels. Du näherst dich voller Mitgefühl. Langsam kämpfst du dich durch den Tunnel. Plötzlich fällt dir eine Änderung im Luftdruck auf. Über deinem Kopf befindet sich eine Öffnung. Die Wände sind glatt, mit Unrat bedeckt, aber du entdeckst den steingeschlagenen Haltergriffe, die auf beiden Seiten enge Passagen nach oben führen. Du hiefst dich aus der Grube der Freiheit entgegen. Oder vielmehr den Toiletten des Hauptquartiers der Valianischen Handelsgesellschaft. Holy shit, Mann. Shat Bear Paul's lump of lumber yonder. That be the misery's delight. Malnosh is pus. Bedeutet wild auf einer Halbgalere, die in der Nähe verteut ist. Nur zwei Mann halten an Deck Wache. Die verbleibende Mannschaft könnte unter Deck oder an Land sein. Du liebäugelst mit diesem dreifach zerschissenen, nackt stingigen Haufen Plunder da drüben. Was? Ich kann mir deine ganzen Piratenfreunde nicht merken. Dann lass uns mal beeilen. Das kann kein Zufall sein. Wen? Malnosh. High Queen Sea Devil of the Deadfire. Unfortunately, also the second best ship hunter around. After yours truly, of course. Doxy popped a hard on and a half for hating me the tick I joined the sorcerer. Romaro shielded me from the worst of her training. When they bounted him, I figured for sure the Rat Queen would be the first rat up the gangplank. Malnosh be up in Romaro's head, or I've never had a roll on the waves. She finds him for us. She'll sink him soon as sighted. Come on, Cap. Welche Quest war das denn nochmal? Freunde kennen könnte. Keine Ahnung, welche Quest das war, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Meiner ist auf der Jagd nach Remaros Kopf, oder ich will noch nie am Bogen geregelt sein, wenn sie findet. Was? Meiner ist auf der Jagd nach Remaros Kopf, oder ich will noch nie auf den Wogen gesegelt sein, wenn sie ihn vor uns findet. Remaro.
Femaro. Da. Aha. Das ist eine der Nebenquests, wegen der ich hier bin. Queen is holding court today with the Valians and Rauatians. How long before they're killing each other? Wager on it? Gott, die Stadt ist riesig. You want something? I don't have a voice for shanties these days. Too much salt in the air. Not even my Vithrak, darling. Okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Aber, meine lieben Freunde, das machen wir in der nächsten Folge von Pillars of Eternity. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mal live reinschauen wollt, twitch.tv/dernerd. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.